Nie wieder ohne meine G13. Ist das eine mechanische Tastatur? Nee, doch, ist es sogar. Wie teuer war die? Die hat, ja gut, Mediamarkt, ne? 82 Euro hat die gekostet. Echt? So wenig für eine mechanische? Es ist ja aber auch keine komplette, ne? Das ist ja wirklich nur mit Makros. Also die hat G-Tasten, also G1 bis G22. Und du kannst jeweils bis zu 20 Profile an sich anlegen und drei Hauptunterteilungen. Also hast du das gemacht? Zwei. Ja, ich spiele Starboard die ganze Zeit schon mit programmierten Tasten. Ist viel besser als mit nur der großen Tastatur, weil ich alle Tasten gleich beisammen habe. Das ist schon echt sehr angenehm. Und auch Rendern, ich mache alles nur noch damit. Kein Schlau. Wo machst du denn Render hin? Render mache ich an mein Video, bevor ich das hochlade, weißt du? Ach so, ist optisch, ne? Ja, klar. Render ist rein optisch. Weißt du, das geht ja alles so. Das ist ja keine Arbeit, sowas. Also das macht man mal eben auf der linken Backe. Ich bin nur ein bisschen enttäuscht von Logitech, muss ich sagen. Ja? Die Kopfhörer von denen sind scheiße. Ja, die Kopfhörer würde ich mir nicht holen. Auch keine Soundgeräte. Immer dieselbe Bruchstelle. Das ist ja beschissen. Ja, das haben aber auch viele Headsets generell, finde ich. Moin. Oh Gott. Mein Gott ist wieder da. Dein Gott ist wieder da. Aber seitdem benutze ich auch einfach keinen. Im Sound-Universum sind die Affen intelligenter als Menschen. Ja. So wie in echt. Ja, könnte man wirklich so meinen, oder Leute? Nein, das ist auch ungefallen. Das könnte man so meinen. Nicht der. Oh nein, du kommst nicht mehr hoch. Oh doch. Ja, da ist Essen. Oh, Reis, das gibt's so vom Markt. Reis. Er ist sehr gutig. Ich will noch mehr Reis haben. Ein gütiger Gott. Na, aber das kannst du mal sagen. Mal, diese Dinger kannst du einsammeln und zerschlagen. Und dann kannst du so pixeln. Weil jetzt bin ich zum ersten Mal. Deswegen, Und da oben mit den Dingern kannst du. Heilsalbe? Also kannst du den Rohstoff für Heilsalbe und für Klamotten und so. Ist halt eine fette Sache und so. Hast du noch Dreck, Schmutz? Was brauche ich nochmal? Schlamm? Nee, hatte ich nicht mehr. Schlamm. So wird's auch wieder. Never Schlamm. Ist das die Schlamm? Nee, ist die Erde. Haha, dann war natürlich ein Flammenhelfer, ne? Ja, der ist so stark nicht, aber der hat eine hohe Feuerrate. Und der setzt Leute in Brand. Und du hast einfach eine Lichtquelle. Hier, komm, hier ist eine Kiste mit Loot. Ja, ich krause ihn hier nicht. Fuck. Wo bin ich denn jetzt reingefallen? Eine Blumenkiste, kannst du erinnern, hast du eine Blumenkiste? Oh, Andy. Ja. Verfuck drauf, ich geh da nicht weiter rein. Jetzt. Kein Monster. Ein Floral Fountain Blueprint. Was? Oh, was ist das denn? Gibst du mir das? Ne, was ist das? Das würde mich erst... Eine Florana-Fontäne machen. Oder eine Florana-Springbrunnen. Oh, okay. Das musst du deine Leiste oben ziehen, deine Aktionsleiste, und dann draufklicken, dann lernst du das. Klingt ja echt cool. Oh, ich bin schlau. Wer? Ich bin schlau jetzt. Ich habe eine Hose. Eine blumige Hose. Ja, kannst du aussehen. Sieht total geil aus. Sieht scheiße aus. Bringt auch keine Rüstung, oder? Nee. Das ist nur für Design. Und was man daran an Design nennen kann. Es war's. Ja, ich mach schon. Ich finde das super anstrengend, dass man das so in den Leiste ziehen muss jedes Mal. Ist eine Shortcut dafür, dass ich... Nee, das musst du nicht. Du kannst auch auf Inventar gehen und das einfach in die offene Welt reinklicken. Wenn du es essen willst, kannst du es einfach direkt so klicken, okay, cool, das ist besser. Danke. Deswegen habe ich eine Makro-Tastatur für den ganzen Krempel. Ich kann das auch so mit der Tastatur auswählen. Essen, Nahrung und so. Kupfer. Deswegen bin ich da echt begeistert für. Erst muss ich Matsch finden. Dass man mit dem Kupfer zocken kann, hätte ich nicht gedacht. Ich sammle einfach alles ein. Ich hätte nie gedacht, dass man mit dem so präzise zocken kann. Kann ich liegen lassen, geht nicht einfach. Wenn du noch ein bisschen weitermachst, dann schmandert sich Logitech gleich. Was macht die? Wenn du noch ein bisschen weiter von der Tastatur schwärmst, kriegst du vielleicht einen Sponsor.
Ja, sicher. Also, ich finde die einfach mega toll. Meine Webcam ist auch von denen, meine Maus auch. Eigentlich alles. Logitech, wenn ihr das hört. Ja. Wir haben ganz viel Reichweite. Ja. Super viel Reichweite. So viel habt ihr noch nie gesehen. Ja. Ich möchte zuerst, zuerst die Sachen schicken, okay? So, jetzt wieder. Ja, schon muss testen oder was, ey. Jo, ich mache hier jetzt coole Sachen. Ja, cool. Ja, cool. Übrigens Logitech. Was ist das denn für ein Ding, Alter? Jetzt geht's hier los. Ist das? Och, das war ja schwach. Das war voll so ein Alien-Ding, ey. Ich dachte, oh mein Gott, was passiert jetzt mit mir? Da geht's voll nach unten. Jetzt hab ich Angst. Fuck, was? Wo bin ich denn hier gelandet? Wow. 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 Natürlich habe ich hier auch gleich wieder neue Freunde gefunden, die mir ans Leder wollen. Die sind alle ganz low. Darf ich dein Leder mitnehmen? Nee. Bist du so ein Kuhmensch? Hast du Leder? Klar, überall im Gesicht und so. Alter, ja. Blöd. Ist natürlich ein Nachteil, ne? Wenn die jetzt Leder wollen. Ja. Das ist schon echt arg. Immer zum Opfer von sadomasochistischen Überfällen. Gibt's hier so Sadomaso-Rassen? Ja, hier gibt's Sadomaso-Rassen. Die überfallen dich und schlagen sich mit dem Loot selbst. Und die geben mir dann irgendwas, stecken mir so einen Ball in den Mund und nehmen mich mit, ne? Wie so ein Schwein. So fesseln die ein. Aber die primär wollen sie einfach nur dein Loot, um sich selbst damit zu verletzen. Das ist ja blöd. Das ist ja gar nicht mehr. Ich teile aber ungern mein Loot. Tja, da muss man sich manchmal mit anfreunden, ha? Hier ist überleben. Und kein Schlamm, das ist genau umgekehrt von meinem Anfangsplan. Oh mein Gott, Alter, das wird ein richtiger... Kann das sein, dass Leben und Schlamm dasselbe sind vielleicht? Nein. Weil bei Terraria gibt es ja auf manchen Welten hast du. Zinn und auf manchen. Schlamm ist ein bisschen dunkler. Ja, aber das die erfüllen denselben Zweck vielleicht. Nee. Kann das sein? Eigentlich nicht. Das ist eigentlich. Du kannst aus Schlamm keine Ziegel machen. Was ist das denn? Ich guck gleich mal, ob ich den Ofen trotzdem auch mit. Ich habe eine gelbe Taschenlampe gekriegt. Yay! Gott, ey, es ist. Spring doch einfach, du Vogel. Affe, du Affe. Was? Jetzt geht's hier los. Jetzt kommen die Viecher schon und können Treppen steigen. Ja, Evolution. Ja, aber wirklich. Oder ist von, Sande. Richtig hart. Never mind. Lol. Ist das jetzt Schlamm? Nein, das ist nicht. So, seid ihr auf der Suche nach Schlamm? Mhm. Hast du das gefunden? Ich sammle die Erze ein, die ich dir gleich alle gebe. Sagte er. Wie habe ich hier wohl genug von? Ich sammle gerade die ganzen komischen Heilsalbe-Pflanzen ein. Ja, das schadet nie. Das Erz, was hier auch noch ist. Kohle ist da. Das würde ich hier genauso untergehen können. Boah, ist das immer haarscharf hier, ey. Hilfe. Natürlich. Was haben wir denn hier? Schön. Ich glaube, hier wird es quer durch die Welt. Wir kommen leben. Ach, das habe ich noch gar nicht gemacht. Ah.
Ah, das reicht doch erstmal. Du kannst mit Rechtsklick auch abbauen, was hinter dir ist, ne? Das habe ich mittlerweile rausbekommen. wenn du weit genug oben bist, kannst du rechts die Wand bauen und siehst, ob schon Tag ist. Oh, wir sind zwei mega fette Lootkisten für dich. Aber du weißt, dann lass sie da. Ich gucke nur rein. Ja, das wäre wichtig für dich und das ist auch wichtig. God damn it! Jetzt für dich hier Fackeln hin. Das ist lieb. Ich war einfach noch manchmal ist das richtig ätzend, wenn man da irgendwo nicht langkommt, ne? Oder dann irgendwo runterfällt oder was auch immer. Ich hab einen Schlamm. Woher hab ich den? Hast du nicht drauf geachtet, wo du den eingesammelt hast, auszusehen? Vielleicht am Anfang, wo du bei mir warst? War das Schlamm vielleicht? Das kann sein, da wird am ehesten Schlamm sein, denke ich mal. Also auf so sehr trockenen Planeten müsst ihr nicht darauf hoffen. Ah, hier ist wieder dein Tunnel. Ah, hier ist wieder so ein Pelikan. Nein, nehme ich die Kisten mit und leg die einfach in sein Haus. Kannst du die mit deren Loot mitnehmen? Ich guck mal, was das. Ja, ich weiß, was der Weg ist. Ist einfach da rein. Antenne. So. Nee, hier liegt den Pappkarton drin. Das ist rein. Du hast eine lilane Special-Waffe. Oh mein Gott. Panzerhandschuh. Ja. Oh, hab ich ihn gekriegt. Na, endlich. Volle Sau, ey. Hier gibt's auch noch zwei Kisten rein. Zwei Waffenkisten. Dann kannst du Sachen drin haben. Und kommt der ganze... Da hab ich nicht so eine Knarre bekommen vorhin? Das Erz, was du hast, auch da reingelegt, also was ich für dich gekommen habe. In den Pfaffkarton. Oh, ich muss das essen. Kann ich erschießen? Nein. Gott. Hat die unendlich Schuss? Ja. Okay, das ist alles cool. Hat unendlich Schuss. Ja, das ist das Einzige, was das richtig geil ist. Cool, aber es wird das Spiel voll verkompliziert. Das fand ich schon gut gemacht. Ja, bei Ferrari hat man nicht unendlich Schuss. Ne, deswegen ja. Aus. Was beschützen die hier so eindringlich? Und dann ist da nur so eine Kacke in den Dingern drin, ey. Hört ihr mich noch? Familie. Ja, klar. Ist verkackt. Ich hab einen Disconnect. Was? Ich hab einen Disconnect. Wieso? Von was? Der disconnected. Ihr seid beide disconnected. Nee, nur Joscha. Hier steht, dass ihr beide disconnected seid. Ich hab um diese Uhrzeit manchmal Disconnects. Ach, dass der Server wahrscheinlich, der Router sich neu dingst, oder? Ja, ich weiß nicht. Ist, um diese Uhrzeit kann das gut sein, ne? Ja, zwischen jetzt und 1:30 ist es oft immer, dass ich einen Disconnect bekomme. Aber normalerweise würde ich den ja auch jetzt im TS weg sein. Ja. Nö. Stimmt. Kommst du wieder jetzt rauf? Oh. Warte mal. Müsste eigentlich gespeichert sein. Ja, normal schon. Ist ja witzig, wieso konnte ich die ganze Zeit noch mit euch reden, obwohl mein Internet sich neu gestartet hat. Weißt du nicht. Was ist das denn? Ja gut, ich bin wieder da. Giftbogen. Wollt ihr mich einladen? Oder ist es egal? Ein Monster, ne? Ja. Urang, ne? Utan. Den sollte ich behalten. Den muss ich behalten, den Bogen. Der ist sehr interessant. Nein, das ist ein bisschen cooler reingelaufen. Geh wieder raus. Ah, es ist ausgewachsen. Es geht wieder raus. Man hat aber so Energie, die man verbraucht. Beim Schießen. Ja,
Das stimmt. Oh, ich bin beim Eis angekommen. Wow. Oder muss ich auch nach oben, dann wird einem schnell kalt. Das ist so, das ist nämlich auch so eine Sache. Einem wird kalt, wenn man zu lange irgendwie zu weit unter der Erde ist und da schon Eis ist oder irgendein Scheiß. Dann kann das doch recht uncool werden nach einer Weile. Echt, aber es geht nicht auf allen Planeten. Nee, nein, nicht auf allen, aber hier, glaube ich, auf diesem hier, wo ich bin, geht das. Müsste das nicht wärmer werden, je weiter du in den Planet reingehst? Ich weiß nicht, bei dem, was ich jetzt so bisher gesehen habe, ist das teilweise bei einigen Leuten ganz kalt geworden. Also jeder Planet, der Leben unterstützt, muss doch irgendwie wärmer im Inneren sein. Ja, die glaube ich schon, aber es gibt welche, die sind ganz kalt oder keine Ahnung. Also rein von der... von der Logik her, ja. Auch von der... wie sagt man? Das ist ja mehr Energie. Oder mehr Masse auf weniger... Naja, ihr wisst schon. Ja. Da war das. Ja, das war ja ein kleiner Dungeon, aber dann habe ich naja, auch endlich was gemacht. Nee, wenigstens ist es nicht No Man's Sky hier, ne? No Man's Sky, was ist mit dem? Ja, wo sind... Ja genau, was ist mit dem Mann? Dem ja. Mann? Nee, unser No Man's Sky. Achso, das ist hier bei mir. Ja, was hat irgendwie soll das ein zweites Upgrade gekriegt haben. Das soll jetzt besser sein, aber ich traue dem Frieden nicht. Ja, so viel besser kann es ja nicht werden. Nee. Das erste war mit Basisbau und jetzt ist eins mit Fahrzeugen. Ja. Oh. Trotzdem noch kein Multiplayer. Stimmt, das hat ja immer noch kein Multiplayer. Kein Multiplayer. Kann man keine Mutti mit abspielen. Das war so schlecht vermarktet, das Spiel. Die haben so viele Lügen erzählt bei der... Ja, die haben halt einfach mehr erzählt, als da letztendlich bei rumgekommen ist. Einfach, das ist so schade. Ja. So, da kann man ein Spiel auch echt leider mit kaputt machen. Bevor es überhaupt richtig losgegangen ist. Ja. Das ist so ein singendes Ding. Ist das böse? Ja. Dieses das ist mega böse, das Ding. Naja, das lebt ja nicht lange. Nee. Es ist einfach explodiert. Ja, das macht doch erst immer so Boxhandschuhe, die Ohren so. Ja. Der erste Endboss ist auch so ein Ding, nur ein riesig groß. Er ist kein Endboss, es ist ein Zwischengegner. Ja, Zwischengegner, aber das ist schon ein größeres Vieh und irgendwie erste wie. Das Kristallvieh. Ja, aber wie hieß. Ja, das Kristallvieh ist das Behindertste, da habe ich mich am schlimmsten aufgeregt. Wegen mit der Leertaste nach unten und so. Jetzt mit dem Board würde es wohl einfacher gehen. Aber trotzdem. Man war irgendwie noch voll unvorbereitet und dann macht man da sowas und dann. Bist du voll überfordert mit allem am Anfang? Mischa, kannst du nicht auf mein Gesicht klicken und dann zum Schiff teleportieren? Na? Nee, kann ich nicht. Schade. Aber zum Schiff kann er doch hin. Hä? Nee. Muss ja an der Oberfläche sein? Ja. Ja, das ist das. Ah, er kann auch gar nicht telefonieren. Er kann das so nicht. Ich kann es versuchen, aber vielleicht gibt es eine Fehlermeldung. Aber nee. Das ist nicht ausgegraut. Das kannst du noch nicht, glaube ich. Ja. Probier es. Ja, geht. Ja, das ist ja cool. Kommt jetzt wohl. Ja, jetzt kannst du ja meinen. Beamer drücken, also meinen Teleporter. Und kannst dann auf Alpha-Kolonie. Was Alpha-Kolonie? Warum hast du das so genannt? Da Place war irgendwie nur der. Also auf den Teleporter klicken und dann? Dann gibt es da verschiedene Bookmarks. Gar nicht streamen, was jetzt so nennt. Unterbeam, Amy und dich. Nicht Alpha-Kolonie? Nee. Er muss das vielleicht noch freischalten.